fertig. Möglicherweise durch ein neuartiges Coronavirus. Das Glauben zum Die Bürger appellierte sie, möglichst auf soziale Kontakte zu verzichten. Januar 2020. Das Coronavirus bricht aus und weltweit entsteht Chaos, Leid und Unzufriedenheit. Niemand wusste zu diesem Zeitpunkt, was uns noch alles bevorsteht. Natürlich betraf auch mich das Thema und schnell steckte ich, noch in meinem damaligen Job als Werkzeugmacher und nebenberuflicher YouTuber, in der Kurzarbeit zu Hause fest. Bis hierhin vergingen bereits 2 Jahre als YouTuber. In diesen Jahren durfte ich dank eurer Unterstützung viele Geräte im Bereich des 3D-Drucks begutachten, testen, zerlegen, verbessern, aber auch loben und empfehlen. Stück für Stück machte sich jedoch immer mehr eine gewisse Art von Unzufriedenheit über das Testen der 3D-Drucker, der abertausendsten Ender 3-Kopie und des immer wiederkehrenden, frisch aufgekochten Urschlamms breit. Ganz klar, als YouTuber war und ist es mein Job, die Geräte zu testen und somit auch mein derzeitiges Einkommen daraus zu generieren. Aber dennoch war der Wunsch, die Dinge vielleicht nicht perfekt, aber besser zu machen, nicht mehr aus meinem Kopf zu bekommen. Die Entstehungsgeschichte des ersten Prototypen in 3, 2, 1, Januar 2020. Die Konstruktion beginnt in meinem Kopf auf Papier und über Monate in CAD. Grundgedanke, nur für mich. Alles überdimensioniert, überkonstruiert und unnötig überdesignt. Außenliegende Motoren, gekapseltes Polycarbonatgehäuse, 40-40er Aluminiumprofile, natürlich in schwarz eloxiert, wassergekühlt, mit geplanter aktiver Bauraumheizung, Direktextruder und natürlich ein X-Schlitten aus gefrästem Carbon. Er soll alles können, von PLA über PA bis hin zu Peak, selbst wenn ich eigentlich gar keine Verwendung dafür habe. Die erste Bestellung geht raus, alles Einzelanfertigung, sagenhaft teuer und nicht wissend, ob alles überhaupt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es vergehen Wochen und die Stückliste vervollständigt sich langsam. Der Zusammenbau gestaltet sich als schwieriger als gedacht. Profile müssen plangefräst werden, um die penible Winkligkeit der Führungen zu garantieren. Die Formel steht, nachdem sie mich nächtelanges Kopfzerbrechen und geschätzte 2 meiner Lebensjahre gekostet hat. Nach tatkräftiger, professioneller Unterstützung ist der Drucker fertig und unter Angstschweiß druckt der Printcore One das erste Mal live unter vielen Zuschauern. Hoffentlich brennt jetzt nichts vor laufender Kamera ab. Alles funktioniert und das Projekt ist abgeschlossen. Dachte ich. Was ist das für ein Drucker im Video? Wo bekommt man die Pläne? Wird man diesen Drucker kaufen können? Wo kann man diesen Drucker kaufen? Was kostet der Printcore One? Was ist letzter Preis? Blauäugig und mir nicht im Ansatz dessen bewusst, welche Aufgaben mir bevorstehen, stand nach kurzer Zeit fest, ich baue eine Kleinserie des Druckers. Kann ja nicht so schwer sein. Die Entstehungsgeschichte der ersten 10 Seriendrucker in 3, 2, 1, 2021. Ich konstruiere den gesamten Drucker von Wasserkühlung auf Luftkühlung um, um den strengen Richtlinien von Wasserleitungen und Stromleitungen im gleichen System zu entgehen. Das Aluminiumprofil wird in seiner Stärke verringert, Polycarbonatscheiben gegen Plexiglas getauscht, gefräste Anschraubflächen eingespart, Carbon wird gegen Aluminium gewechselt, Passschrauben zur Längenausgleichung entfernt, Anschraubbohrungen entfernt, Bruchteile verkleinert, Designelemente entfernt, Pulverbeschichtungen eingespart, Gewindehülsen entfernt, Zahnriemenhersteller gewechselt. Super. Mit zunehmender Wirtschaftlichkeit des Druckers schwand zugleich mehr und mehr meine Freude am entstehenden Produkt, das nun zwar gewinnmaximiert war, jedoch nur wenig mit meinem ursprünglichen Prototypen zu tun hatte. Nächtelanges Überlegen konnte meine Entscheidung nicht mehr rückgängig machen und ich entschloss mich, sämtliche Einsparungen rückgängig zu machen. Wird der Printcore One unnötig überkonstruiert, unnötig überdesignt, unnötig preisintensiv? Ja, aber dafür habe ich Freude am finalen Produkt und das ist mir vielleicht nicht als Unternehmer, aber als Entwickler ganz einfach am wichtigsten. Die weiteren Schritte bis zur Markteinführung. Stücklisten erstellen, Zeichnungen erstellen, Bauteile drucken, Hersteller finden, Bauteile nacharbeiten, Kabelstränge herstellen, Preise kalkulieren, Produktionsplätze einrichten, zweiten Prototypen erstellen, Konstruktionen optimieren, fehlerfreie Firmware erstellen, Langzeittests durchführen, Montageanleitungen erstellen, Betriebsanleitung verfassen, Betriebsanleitung herstellen lassen, Risikobeurteilung herstellen lassen, elektrische Prüfung durchführen, elektrische Verträglichkeit durchführen, Halbpläne zeichnen, Typenschilder erstellen, Start-End-Test-G-Codes erstellen und zu guter Letzt die finale Montage aller Seriendrucker inklusive Qualitätskontrolle. Ich bin ehrlicherweise zu Beginn der Serienfertigung nicht davon ausgegangen, wie umfangreich der gesamte Herstellungsprozess eines einzelnen Gerätes ist und in welcher Art und Weise die im Hintergrund laufenden Bürokratiearbeiten zeittechnisch ins Gewicht fallen. Die Hauptschwierigkeit liegt hier oft nicht in der Umsetzung, sondern vielmehr in der Informationsbeschaffung, wie man gewisse Prüfungen, Normen etc. einhält. Was ist ein 3D-Drucker überhaupt für ein Gerät? Welche Prüfungen sind notwendig? Und wie sind die aktuellen geltenden Normen? Wer führt die Prüfungen durch und was kosten diese? Fragen über Fragen, die schlussendlich nach vielen Telefonaten und Terminen beantwortet sind und in ihrer Gesamtheit doch Freude bereitet haben, da man auch hier wieder das meiste lernt, wenn man es einfach macht. Besonders interessant waren hierbei die EMV sowie all die dazugehörenden und zu bestehenden Prüfungen. Von ausgehenden Strahlungen bis hin zu Überspannungen aus dem Stromnetz und einwirkenden Hochspannungsblitzen war alles mit dabei. Zu guter Letzt traten in der Entwicklung Probleme mit entstehenden Artefakten in gedruckten Bauteilen, mit falschen
kleinsten Komponenten auf der Druckerplatine und abgebrannten Motortreibern bis hin zu sich verändernden Schichthöhen im gesamten Druckbild auf. Mein Schädel glühte über Monate. So viel zur extrem gekürzten Entstehungsgeschichte des 3D-Druckers Prinko One. Im nächsten Abschnitt gehen wir sämtliche technischen Daten und Eigenschaften des Druckers durch. Vorab möchte ich erwähnen, dass viele konstruktive Elemente nicht von mir erfunden wurden. Mein Versuch war es vielmehr, ein Bündel aus allen sinnvollen, konstruktiven Gegebenheiten zu schnüren und dieses Bündel in den Prinko One einfließen zu lassen. Die Basis des Druckers bildet ein massives Gerüst aus 40x40 bzw. 40x20 schwarz eloxierten Aluminiumprofilen. Diese sind an keiner Stelle direkt miteinander verschraubt oder verbunden. Grund hierfür ist es zu verhindern, dass eine eventuell nicht winklige Schnittkante der Profilenden das Druckergerüst verziehen. Für die Verbindung sämtlicher Aluminiumprofile wurden 4 mm gelaserte und pulverbeschichtete Aluminiumbleche verwendet. Diese stabilisieren den gesamten Rahmen zusätzlich, sorgen für eine exakte Winkligkeit und ergeben nebenbei ein gelungenes Stilelement, was der Optik zugute kommt. Besonderes Augenmerk wurde auf die Profilebene für die X- sowie Y-Verfahrbewegung gelegt. Um hier eine möglichst exakte Ausrichtung aller Führungen zu gewährleisten, wurden die Anschraubflächen der Führungen sowie der zusätzlichen Rahmenverstrebungen plangefräst. Die Traverse samt Aufnahme des Extruders läuft dank dieser Maßnahme absolut leichtgängig und spannungsfrei. Das Gehäuse ist über Einfassprofile und dazugehörigen UV-beständigen Polycarbonatscheiben komplett eingehaust. Warum Polycarbonat? Dieser Werkstoff hat eine höhere Wärmeformstabilität und neigt im Vergleich zu PEMMA bzw. Plexiglas nicht zum Verzug bzw. Wölben, auch bei höheren Bauraumtemperaturen. Zusätzlich ist Polycarbonat bruchsicher, äußerst zäh und bietet eine besonders hohe Klarheit. Um die Temperatur im Bauraum für PLA und in einigen Fällen für PETG nicht übermäßig ansteigen zu lassen, ist der Deckel nach oben über TPU-Passstücke herausnehmbar. Hier sollte die Konstruktion so schlicht wie möglich gehalten werden, da ein nach oben aufklappbarer Deckel zusätzlichen Raum für das Aufstellen des Druckers nach oben benötigt hätte. Im Bauraum wird es warm, vor allem spätestens, wenn mit ABS, PA oder sogar PC gedruckt wird. Um die Wärme möglichst fern von den Schrittmotoren zu halten, sind diese für X und Y hinten am Druckergehäuse bzw. für Z im Inneren des Elektronikgehäuses angebracht. Die Schrittmotoren bleiben stets kühl und Schrittverluste werden ausgeschlossen. Der Schlitten für die X-Bewegung besteht aus 6 mm starkem Kohlefaser mit aufgeschraubter Linearführung vom Hersteller Mizumi. Da sich beim Aufwärmen des Bauraumes auch sämtliche Elemente des Druckers mit aufheizen, dehnen sich diese je nach Material unterschiedlich stark aus und können den Drucker bzw. die Führungselemente zueinander verspannen. Um diese Längenausdehnung auszugleichen, besitzt der Kohlefaserschlitten einen festen Anschraubpunkt sowie 8 weitere Langlöcher mit Passschrauben sowie harten Silikonscheiben. Dehnt sich nun die Führung aus Stahl bei Wärme aus, gleichen die Langlöcher diese Ausdehnung aus und das System bleibt spannungsfrei und leichtgängig. Gleiches Prinzip wurde ebenso für die Verfahrbewegung für Y übernommen. Zusätzlich spart das Material Kohlefaser weiteres Gewicht ein, was nicht nur schick aussieht, sondern das Druckbild auch aufgrund einer geringeren bewegten Masse in der Verfahrbewegung verbessert. Das sogenannte Ringing oder Ghosting wird deutlich reduziert. Als Extruder kommt der meiner Meinung nach momentan zuverlässigste Direktextruder zum Einsatz, der BigTreeTech BQH2. Dieser verbindet die Vorzüge eines Direktextruders, beispielsweise die verringerten Rückzugswerte oder das vereinfachte Verarbeiten von flexiblen Filamenten, mit einem sehr kompakten Design und hochwertig gefertigten und verbauten Komponenten. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, in Zukunft die wassergekühlte Version, den BQH2O, ohne viele Umbaumaßnahmen abzugraden. Sämtliche Komponenten hierfür liegen bereits in meiner Schublade. Im Extruder selbst ist bereits ein Heatbreak aus Titan verbaut, welches ein problemloses Verarbeiten von PLA bis hin zu PC ermöglicht und die Wartungsintervalle deutlich streckt. Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung auf die Geometrie des Halters der Bauteilkühlung gelegt. Es wurden zwei 4020er doppelt kugelgelagerte Radiallüfter verbaut, welche sich über zwei Rastnasen innerhalb von Sekunden wechseln lassen. Die Geometrie der Luftführung wurde so gewählt, dass die kühlende Luft das frisch gedruckte Bauteilsegment umspült, jedoch gleichzeitig die Möglichkeit erhalten bleibt, eben diese nun erwärmte Luft optimal abzuführen. Tests haben gezeigt, dass eine Rundumkühlung eine Art Wirbel um die Druckdüse erzeugt und einen ungewollten Hitzestau verursacht. Die kühle Luft wird von der Vorderseite angezogen und nach hinten über eine großzügige Phase abtransportiert. Der gesamte Extruder samt Anbauteile wurde, vom Schwerpunkt des Extruders ausgehend, so nah wie möglich an der Linearschiene für X positioniert. Dies verringert die Abweichung zwischen der Soll- sowie der Ist-Position der Druckdüse aufgrund des kürzeren Abstandes zwischen den Laufflächen der Führungen sowie der Position der Druckdüse. Der sich dadurch ergebene kürzere Hebel zwischen Schwerpunkt Extruder und Linearführung sorgt ebenso für eine verringerte auftretende Kraft bei Richtungswechseln, was für ein sauberes Druckbild sorgt und die Führungselemente zusätzlich schont. Die Vorspannung der Zahnriemen wird über zwei separate Haltemechanismen vorgenommen, welche sich stufenlos auf der Rückseite einstellen lassen. Diese sind komplett unsichtbar direkt im Haltebock des Extruders integriert. Auf der linken Seite des Extruders befindet sich der induktive Näherungssensor zum Abtasten der Druckoberfläche. Dieser vermisst die Druckoberfläche vor jedem Druck, erstellt ein virtuelles Netz und gleicht eventuelle Unebenheiten softwaretechnisch aus. Um gleichzeitig eine stets parallele Druckoberfläche zwischen den beiden Z-Antrieben zu gewährleisten, wird das Druckbett zusätzlich und bei jedem Anfahren der Nullposition über zwei weitere Näherungssensoren
Vibrierungssensoren am Druckbett parallel gestellt. Angetrieben wird der Core XY-Aufbau von zwei NEMA 17 Motoren mit einer 0,9 Grad Auflösung statt der üblichen 1,8 Grad. Warum? Nach den ersten Tests stellten sich ungewollte Artefakte im Bauteil ein. Diese waren teils nur schwer und mit einer starken Vergrößerung zu erkennen. Es stellte sich nach diversen Tests, Recherchen im Internet sowie der Absprache mit einigen Usern heraus, dass die Ansteuerung bzw. die Steuerkurven der Schrittmotoren die Fehlerursache waren. Die Lösung dieses Problems war der Wechsel von 1,8 Grad Motoren auf 0,9 Grad Motoren. Kurz gesagt haben diese eine verdoppelte Auflösung, verfahren grundsätzlich etwas leiser, besitzen jedoch gleichzeitig weniger Drehmoment. Da diese Motoren, wie bereits erwähnt, jedoch insgesamt ein leiseres Geräusch im Betrieb verursachen, wurde in der Firmware der Stealth-Job-Modus für X sowie Y komplett deaktiviert. Das Ergebnis sind feinere Schritte für X und Y, verringerte Betriebsgeräusche der Schrittmotoren bei einem gleichzeitigen Erhalt des gewünschten Drehmomentes für schnelle Bewegungen. Zusätzlich wird durch die feineren Schritte der Motoren das Druckbild verbessert, sowie ein permanenter Wechsel zwischen der zwar leisen, jedoch beschnittenen Betriebsart Stealth-Job und Spread-Cycle verhindert. Das Druckbett. Die Basis bildet hier eine 6 mm starke feingefräste Aluminiumgussplatte mit montierter, hitzebeständiger Magnetmatte zur Aufnahme der PEI-beschichteten Federstahlplatte. Die gegossene Druckplatte aus Aluminium besitzt die Eigenschaft, auch unter großer Wärmeeinwirkung eben und plan zu bleiben. Zusätzlich bietet sie eine optimale Wärmeverteilung über das gesamte Druckbett, was sich in einer deutlichen Verbesserung der Druckbetthaftung auf der Druckplatte widerspiegelt. Als Heizelement kommt eine 230 Volt Silikonheizmatte mit gelaserten PCB-Heizelementen und separierten Thermistor zum Einsatz. Das Aufheizen wirkt durch das Einschrauben des Thermistors direkt in die Aluminiumdruckplatte verlängert, spiegelt jedoch anschließend die exakte Temperatur im Druckbett wider. Auch ein späterer eventueller Tausch des Thermistors ist in wenigen Minuten möglich. Um zu jeder Zeit eine gute Sicht auf das Bauteil zu haben, ist versteckt auf dem mittleren Profil eine großzügige RGB-LED-Leiste verbaut. Das gesamte Druckbett wird beidseitig über 6 mm starke Aluminiumträger und über SLS gedruckte PA12 Halteböcke mit den dazugehörigen Linearführungen verbunden. Zwei großzügig dimensionierte Kupplungen mit Federblechen, verbauten Ausgleichskugeln sowie Axialkugellagern zwischen Kupplung und Schrittmotorgehäuse sorgen für einen spielfreien Sitz des gesamten Druckbettes, auch bei Druckteilen mit hohem Gewicht. Die verbauten Trapezgewindemuttern aus POM verhindern ein Absacken des Druckbettes bei ausgeschalteten Schrittmotoren und bieten gleichzeitig eine sehr gute Notlaufschmierung. Die gesamte Elektronik des Druckers befindet sich im unteren Teil des Gehäuses und ist auf dem untersten Blech montiert, um die eventuell entstehende gewollte Wärme im Druckraum möglichst lange von den einzelnen Komponenten abzuschirmen. Zusätzliche Bohrungen für eine eventuelle Umrüstung auf ein wassergekühltes Hotend sind ebenfalls bereits im Gehäuse gesetzt. Eine Wartungsklappe ermöglicht einen schnellen Zugang zu allen wichtigen Elektrokomponenten. Die Steuerung übernimmt ein flottes BigTreeTech SKR2 32-Bit-Board mit TMC2209er Motortreibern in Verbindung mit einem lüfterlosen und somit leisen 24 Volt Meanwell-Netzteil. Ein feiner Solid-State-Relay übernimmt die zuverlässige Schaltung zur Silikonheizmatte. Zwei große 90er Lüfter sind am Gehäuse des Druckers montiert und durchspülen den gesamten Bauraum der Elektronik mit kühler Luft. Und dies auch erst, wenn die Software erkennt, dass einer der verbauten Schrittmotoren mit Spannung versorgt wird. Mit einer Verzögerung von 30 Sekunden schalten sich diese Lüfter automatisch ab, sobald die Schrittmotoren inaktiv sind. Die Steuerung des Druckers erfolgt über ein 3,5 Zoll Touch-Display in Verbindung mit der installierten Open-Source Marlin-Firmware. Hier lassen sich von der Drucktemperatur, das Verfahren der Achsen, der Einstellung der Motortreiberspannung, das Ändern der E-Steps, das Korrigieren einzelner Bed-Level-Punkte bis hin zum Eingeben individueller G-Codes sämtliche Parameter über das EEPROM einstellen und feinjustieren. Sämtliche Daten für den Druck können direkt am Touch-Display entweder per SD-Karte oder USB-Stick übertragen werden. Für eine weitere Konfiguration der Druckparameter befindet sich ein weiterer USB-Anschluss auf der rechten Seite des Druckergehäuses. Der Prinko One druckt von PLA alle Materialien aufwärts bis zu einer maximalen Düsentemperatur von 300 Grad Celsius. Die Druckgeschwindigkeit, ein heikles Thema. Ich gebe hier eine maximale Druckgeschwindigkeit von 100 mm pro Sekunde an. In Tests druckte der Drucker auch mit 250 mm pro Sekunde noch seine Bauteile. Ich bin jedoch kein Fan von unrealistischen Geschwindigkeitsangaben, welche dazu führen, dass das entstandene Teil anhand seiner Konturen nur noch erahnen lässt, wie sich die entstehenden, nach Pudding aussehenden Schichten zum fertigen Bauteil formten. Der Prinko One hat einen verhältnismäßig schweren Direktextruder für eine spielfreie Filamentzufuhr mit einer massiven, dazu passenden Gehäuse sowie Führungsstruktur und genau so möchte er auch druckparametertechnisch bedient werden, um saubere Ausdrucke zu produzieren. Eine kleine Warnung am Ende, auch hier bei diesem Drucker heißt es dennoch lernen. Auch der Prinko One wird ohne die erforderliche Bereitschaft, sich mit Materialien, deren Verhalten sowie den entsprechenden Einstellungen im Slicing-Programm zu beschäftigen, nicht immer perfekte Ausdrucke abliefern. Hierfür biete ich jedoch meine Hilfe in Form von vorgeschriebenen, individuell anpassbaren Profilen, einer detaillierten Betriebsanleitung mit vielen Tipps und Tricks sowie meiner Erfahrung über die letzten 2 Jahre mit diesem Drucker an. Und nun die alles entscheidende Frage, die auch mich im Laufe der Zeit mehr und mehr gequält hat. Was kostet der Prinko One? Warum habe ich so lange mit der Antwort gewartet? Um es ganz
ganz ehrlich zu sagen, ich habe mich verkalkuliert. Im Laufe der Herstellung musste ich mich gezwungenerweise mit der Preisberechnung von Produkten und Geräten befassen. Wann macht man dies? Zu Beginn, sprich bevor man ein Produkt entwickelt. Ist es zu teuer? Ist es zu unwirtschaftlich? Wird es schlichtweg nicht produziert? Stempel drauf und zu den Akten. Wann habe ich den Preis berechnet? Richtig, zum Abschluss des Projektes, also völlig falsch und risikobehaftet. Meine größte Angst ist und bleibt eine Welle an gefrusteten Kommentaren, gefüllt mit Wut und Enttäuschung unter diesem Video. Erkläre ich den Preis im Detail? Reagiere ich mit unnötigem Trotz? Beschreibe ich, wie Preise entstehen und kalkuliert werden, mit allen Kosten von der Raummiete über die Konstruktionsstunde bis hin zur Luft? Polsterfolie im Verpackungskarton? Ich denke, egal wie ich mich entschieden hätte, das Ergebnis ist, dass man es nicht schafft, immer alle und jeden abzuholen. Meine Hoffnung ist, dass dieses Video mit all den detaillierten Angaben und ausgeleuchteten Einblicken in dieses Projekt den Airbag für all dies bildet und das Verständnis bei euch, den Zuschauern, wachsen lässt. Denn ganz ehrlich, ohne euch, den eifrig kommentierenden, ich nenne sie mal Fans, den konstruktiven Verbesserern und auch den stillen Zuschauern, hätte ich dieses große Projekt niemals stemmen können. Weder zeittechnisch noch finanziell. So, da steht er nun. Nach insgesamt mehr als 2 Jahren fertig montiert, abgenommen, geprüft und ich daneben, ganz ehrlich, völlig verunsichert, ob dieses Projekt ein Erfolg oder Misserfolg wird. Schlussendlich und zum Finale dieses Videos möchte ich euch, und damit meine ich jeden einzelnen Zuschauer und jede helfende Person hinter den Kulissen, hiermit kurz und ohne meine Worte weiter auszuschmücken, sagen: Danke.